ärgere mich darüber seit Jahren und konnte das gegen die CDU in der Großen Koalition auch nicht durchsetzen, das zu beenden. Wir machen etwas, das ist unglaublich. Wissen Sie, auch in Ihrer Stadt, in Berlin vor allen Dingen, gibt es ja viele Geländewagen. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Straßen in Berlin so schlecht sind. Nee, und es liegt auch nicht daran, dass da so viele Jäger die toten Rehe hin und her fahren müssen, wie sie erleben. Sondern es liegt daran, das hat ein Betriebsrat eines Automobilunternehmens gesagt, diese großen Geländewagen, das ist so Viagra in Chrom. Nichts gegen Viagra, man weiß nicht, ob man es mal braucht, aber es ist nicht sehr sinnvoll, das vom Steuerzahler bezahlen zu lassen, denn wenn das ein Geschäftswagen ist, eines Unternehmens, eines Zahnarztes, eines Rechtsanwaltes, eines Selbstständigen, das ist das meistens, so 75% nämlich, dann können die Spritkosten, die der da hat, die werden von der Steuer abgesetzt. Das heißt, die 15, 18 Liter Sprit, die das kostet, die werden vom Steuerzahler bezahlt. Da sage ich, das Geld ist in den Schulen und Kindergärten besser aufgehoben. Und deswegen sagen wir, es ist doch völlig irrsinnig, neben dem Unsinn, den ihr schon macht, nun auch noch zu erklären, ihr wollt 16 Milliarden Steuern in der Einkommensteuer senken. Das hört sich ja erstmal dufte an. Man muss doch wissen, 40% der Deutschen zahlen, deutschen Haushalte zahlen keine Steuern. Warum nicht? Weil ihre Einkommen zu niedrig sind oder weil sie Kinder haben. Das heißt, von einer Steuersenkung in der Einkommensteuer profitieren erstmal 40% der deutschen Haushalte, die wenig Geld haben, gar nicht. Dafür profitieren die, denen es ganz gut geht, deutlich mehr. Wenn Sie 16 Milliarden Euro Steuern verschenken und Sie würden das denen geben, die wenig Geld haben, dann könnte ich ja noch verstehen, dass das eine wirtschaftliche Folge hat, nämlich dass die mehr ausgeben, die Binnennachfrage angekurbelt wird. Aber wenn Sie es den oberen Einkommensgruppen geben, bei denen die Sparquote heute schon 11% ist, dann erhöhen Sie die Sparquote, nicht die Konsumquote. Das heißt, es wird Steuergeld verschwendet. Übrigens, wer am Ende genug auf dem Sparkonto hat, bringt es wieder auf den Finanzmarkt, wo es Unheil anrichtet. Statt dafür zu sorgen, dass wir wenigstens mal anfangen, Schulden abzubauen, das wäre sinnvoll. Wer 16 Milliarden Steuern senkt, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er vergrößert die Verschuldung des Landes, die ist sowieso schon zu groß mit 16 Milliarden, oder er muss sich das Geld wiederholen. Letzteres haben die vor. Die Betriebs- und Personalräte sollten wissen, dass einer der Vorschläge, um sich das Geld zurückzuholen, ist, die Nacht- und Schichtarbeit stärker zu besteuern. Sie sollten wissen, jeder, der zu Hause mal sich die Abfall- und Abwassergebührenrechnung anguckt, dass die vorhaben, die Abwassergebühren und die Gebühren für Müllabfuhr zu verdoppeln. Das heißt, sie haben darüber hinaus vor, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu erhöhen und die Beiträge zur Krankenversicherung zu erhöhen. Das bedeutet, ein Teil der Bevölkerung, denen es schon ganz gut geht, die kriegen Steuern gesenkt. Ein anderer Teil der Bevölkerung kriegt seine Abgaben erhöht. Die Steuern zahlen, da sind häufig Leute dabei, die wenig oder gar keine Sozialabgaben zahlen müssen, weil sie Einkommensgrenzen überschreiten, bei denen man das machen muss. Die anderen, die keine Steuern zahlen, müssen fast alle Sozialabgaben zahlen. Das heißt, die einen kriegen es geschenkt, die anderen kriegen es weggenommen. Ich nenne das eine Nettolüge. Jedenfalls für einen großen Teil der Bevölkerung. Dem wollen wir am 9. Mai ein Stoppsignal entgegensetzen, weil ohne die Stimmen Nordrhein-Westfalens kann das alles nicht zustande kommen. Dafür bin ich allerdings, dass man eine andere Form von Steuerpolitik betreibt, wo wir sehr wohl auch steuerlich helfen, dass Arbeit entsteht. Ich glaube, dass man den Unternehmen, die in der Krise investieren, dass man die steuerlich fördern muss. Unser größtes Problem ist nicht die Sparquote, unser größtes Problem ist die schlechte Investitionsquote. Wenn wir Jobs schaffen wollen, egal wo, dann brauchen wir Unternehmen, die investieren. Das ist die einzige Chance. Wir haben eine historisch niedrige Investitionsquote. Wenn jetzt ein Unternehmen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, sagen, komm, ich mach das, in der Krise, dann müssen wir denen Hilfen geben. Zum Beispiel durch die sofortige 100%ige Abschreibung. Zum Beispiel durch Investitionszulagen. Das Geld, das man dafür braucht, darf man aber nicht verschleudern durch Steuergeschenke. Da ist es richtig aufgehoben, damit Wirtschaft und Arbeitsplätze entstehen. Zweitens, wir stehen vor einer paradoxen Entwicklung in den nächsten drei Jahrzehnten, die hier jungen Leute, die hier sitzen und wenn sie Kinder haben, die auch noch betreffen wird. Wir haben 30 Jahre
Arbeitslosigkeit, Mangel an Arbeitsplätzen hinter uns. Das ist die Erfahrung derjenigen, die so alt sind wie ich oder ein bisschen älter. 30 Jahre Abbau Arbeitsplätze. Und jetzt haben wir wegen der demografischen Entwicklung in Deutschland 3 Jahrzehnte Arbeitskräftemangel vor uns. Fachkräftemangel. Und zwar in allen Bereichen. Vom Industriearbeiter bis zum Hochschulabsolventen. Das Paradoxe ist nur, dass auf der einen Seite Fachkräftemangel existiert, auf der anderen Seite Arbeitslosigkeit. Weil es einen Teil von Menschen gibt, die nicht ausreichend qualifiziert sind, auf der anderen Seite Berufe gebraucht werden, die die nicht erlernen können. Am dramatischsten, aber wahrlich nicht im einzelnen Bereich, sehen Sie das bei der Tatsache, dass 40% der ausländischen Jugendlichen in Deutschland keinen Berufsschulabschluss machen. Also keinen berufsbildenden Abschluss, keine Ausbildung mehr. 40%. Nicht deshalb, weil die zu blöde sind, sondern weil schon am Anfang in ihrer Bildungskarriere in Deutschland was schief geht. Siehe Spracherwerb im Kindergarten. Das heißt, wir müssen auch in Bildung und Qualifizierung mehr investieren, sonst kriegt dieses Land ein massives Problem. Fachkräftemangel heißt nämlich, dass Unternehmen Wettbewerbsfähigkeit abschreiben können, wenn sie keine Leute haben, die das durchhalten. Das ist eine Situation, um die man sich kümmern müsste. Was macht die Bundesregierung? Sie macht das Gegenteil. Wer 16 Milliarden Euro Steuern senkt, nimmt den Ländern 8 Milliarden weg. Nordrhein-Westfalen wird bis zu 2 Milliarden Euro Steuermittel verlieren. Na, nun fragen Sie mal Ihre Landtagsabgeordneten, was ein Land macht, das Steuermittel verliert. Es wird eingespart werden bei der Polizei und bei den Lehrern. Das sind die größten Personalkörper, da gehen viele Informationen und da werden die Stellen nicht besetzt werden. Das ist das, was da stattfindet. Das ist alles keine Horrorgeschichte, das wird gar nicht anders gehen, wenn man diese Politik weiter betreibt. Und deswegen sagen wir müssen das stoppen.